zweiter Aktionstag zur E-Mobilität in Bad Arolsen. Zahlreiche Autohäuser, ein Fahrradhändler für E-Fahrräder, der örtliche Energieversorger und ein Elektroinstallateur stellten ihre Produkte zur Schau und diskutierten über die Energiewende. Organisiert hatte das Ganze der Mediziner Dr. Ecke Tammen. Schön. Ja, also der Aktionstag Elektromobilität dient dazu, dass wir der Bevölkerung einen Zugang zu dem Thema Elektromobilität geben, Photovoltaik, wo ganz viele immer noch mit Ressentiments, mit Argumenten arbeiten, die eigentlich nicht mehr stimmig sind. Und damit man einfach sich miteinander austauscht, eine Plattform hat, dazu dient dieser Aktionstag. Hier ist Elektromobilität zum Anfassen da. Wir wollen niemanden belehren, wir wollen es aber einfach spürbar machen, wie gut und praktisch auch Elektromobilität ist und wie weit man damit auch heute kommt. Es gibt immer Befürchtungen in der Bevölkerung, man bleibt stehen, die Ladekapazitäten reichen nicht aus, Schnellladesäulen haben wir nicht. Wie sehen Sie da die Entwicklung? Also da hat ja gerade die Bundesrepublik Deutschland ein neues Programm aufgelegt, das heißt also 100.000 neue Ladepunkte, die werden jetzt gerade neu ausgeschrieben und dann eben auch, dass das Dilemma, was wir ja auch am Anfang hatten, dass man immer bestimmte Karten braucht, dann auch nicht mehr notwendig ist, sondern dass man mit EC oder Mastercard dann auch laden kann, ohne sich jetzt bei einem Betreiber eine entsprechende Ladekarte zu besorgen. Das ist sicherlich im Moment an manchen Stellen nicht befriedigend, das muss man ganz klar sagen, aber da sind wir auf einem guten Weg und wer Elektromobilität auch für sich entdeckt hat und das will, fängt ja erstmal bei sich selber an, dass er eine entsprechende Wallbox hat, dass er sich also die meisten Fahrten finden ja 90% auch privat statt und im Nahbereich, dass sie dann auch entsprechend da zu Hause laden können. Wie viel Sinn macht das, über eine eigene PV-Anlage zum Beispiel sein E-Auto zu laden? Das macht absoluten Sinn. Jeder, der keine PV-Anlage hat, verschenkt Geld. Wenn ich Privatmann bin und eine PV-Anlage mir anschaffe, dann spare ich Geld, weil Strom wird auch eher noch teurer werden und das macht auf jeden Fall Sinn. Eine Batterie macht für einen Privatmann nur Sinn, wenn er E-Mobilität betreibt. Ansonsten, wenn ich nur meinen eigenen Verbrauch betreibe, dann reicht eine Photovoltaikanlage ohne Batterie aus. Der lokale Energieversorger hier hat inzwischen 36 öffentliche Ladesäulen aufgestellt. Halten Sie das für ausreichend? Nein. Wir sind zwar hier auf dem Lande, das ist in der Stadt, das ist ja noch schwieriger, weil nicht jeder kann eine Wallbox sich einrichten. Vor allen Dingen muss das dann auch mit dem Energiebetreiber entsprechend geklärt werden, weil es kann nicht in jedem Haus eine 22 kW Wallbox angebracht werden. Das heißt, hier ist es auch wichtig, dass man sich als Mieter auch untereinander verständigt, dass man sowas gemeinsam macht. Also ich bin ja auch als Vermieter gezwungen, meinen Mietern Elektromobilitätsmöglichkeit zu erschaffen. Also ich muss eine Wallbox anschaffen und meine Wallbox biete ich auch allen Nachbarn an. Also jeder Nachbar kann bei mir entsprechend laden, ohne dass er jetzt eine eigene Wallbox betreiben muss. Denn eine Wallbox, das muss man beim Kauf eines E-Autos berücksichtigen. Da muss man für sich, je nachdem wie die Elektrokabel auch im eigenen Haus sind, gut mit 2.000 bis 3.000 Euro rechnen. Auch wenn der Staat 900 Euro für eine Wallbox zurückstattet, ist es trotzdem eine Investition, die man häufig beim Kauf eines E-Mobils von dem Händler nicht beigebracht bekommt. Aber das ist die Wahrheit, die muss man einfach berücksichtigen. Der Markt für E-Mobile verändert sich rasant, immer moderner, immer leistungsfähiger. Ja. Wann rechnen Sie damit, dass es zum Beispiel für den Durchschnittsbürger die ersten günstigen gebrauchten E-Mobile gibt? Also das fängt jetzt, denke ich, schon langsam an. Wir haben ja mit Renault, die ja das Modell Zoe anbieten. Das ist ja ein Elektroauto, was jetzt schon seit Jahren auf dem deutschen Markt ist. Und das kommt jetzt natürlich auch zunehmend in den Secondhand und Thirdhand sozusagen weiter, sodass hier also zumindest, und ich fahre selber hier mit meiner Praxis Zoe, es ist ein wunderbares Auto. Es macht richtig Spaß, diese Elektromobilität. Und insofern ist es auch
so dass E-Autos auch ihren Wert nicht so verlieren, weil die ja keine Verschleißteile haben. Das Einzige wären ja immer, was so als Argument ist, die Batterien. Aber die Batterien sind heute durch Thermomanagement, durch Lademanagement so sicher, dass sie auch ihren Wert nicht verlieren. Und insofern wird sich dieser Markt jetzt wirklich durchgehend entwickeln, dass man also auch gebrauchte E-Autos zum günstigen Preis kaufen kann. Vielen Dank. Gerne. Das Werk zu Ihnen nach Hause ist größer als der Widerstand vor dem Modul zur Steckdose. Gast in Bad Arolsen war auch der Elektroveränderung. Und die müssen wir jetzt machen. Laudelein, der seit 28 Jahren E-Auto-Gast ist. Der glaubt fest an die Revolution der Energieforschung. Zu machen. Und jeder könne mit kleinen Photovoltaikanlagen einen Beitrag zur Energiewende leisten. Ich habe tatsächlich jetzt auch angefangen, ich habe jetzt tatsächlich. Richtig, genau. Der Punkt ist eben, und das, dafür ist das hart überhaupt.